Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, wie kann man anfangen, was kann man anfangen miteinander? Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass jeder von Ihnen mal kurz aufsteht und sagt, was er so für Probleme hat. Kurz nur, 2 Minuten, in 4, 5 Stunden müssen wir da locker durch sein. Und ich sehe, die Herren haben die Zeit nicht, gewerkschaftlich. Und wir haben die Zeit ja nie. Und die Frage, um die es heute Abend gehen wird, ist, kann man die Zeit überlisten? Zum Beispiel mit Gedanken. Es wird also heute Abend ums Denken gehen, dennoch wird die Politik vorkommen. Kleines Paradoxon gleich zu Beginn. Und wenn ich mir auf dieser Bühne hier etwas denke, zum Beispiel, dann haben Sie nichts davon. Also, wenn ich mal 2 Stunden lang was denke, werden Sie sich wahrscheinlich auch was denken. Quasi nichts reden, Sie hören zu, ältere Ehepaare im Publikum werden Sie dann denken, ja, für das hätte man von daheim nicht fortgebrauchen eigentlich. Und am Schluss des Abends werden alle Themen zerschwiegen. Es wird, wie gesagt, ums Denken gehen, nicht ums Gegenteil. Das Gegenteil ist ja nicht Nicht-Denken, sondern positives Denken. Es ist zwar scheiße, aber es ist positiv scheiße. Sie wissen, Optimismus ist ja sehr oft eine Form von Informationsmangel. Besonders in Wien. Es wird um Gedanken gehen, die man jeden Tag haben kann, wie Rasierschaum wollte ich noch kaufen, aber auch Gedanken, die man nur einmal im Leben haben kann, wie jö, heute lasse ich mich firmen. Wo sind diese Gedanken? Kann man sie sichtbar machen? Hier und jetzt. Wir stehen am Anfang, wir haben theoretisch alle Möglichkeiten und am Anfang steht natürlich immer die Frage, wer bin ich? Und da hilft eine gesunde Portion Selbstbewusstsein. Wenn ich mich in den Spiegel schau, schwindet gleich das Alltagsgrau und im Knie, da wird mir flau, wow. Ich denke oft an jenen Tag, an dem ich mir zu Füßen lag, nach dem einen Augenaufschlag, vor arg. Und ich glaube, das ist eigentlich recht gut anfangen. Ich glaube, ja, oft täuscht man sich. Ne? Besonders in dieser Frage. Und die Frage, wer bin ich, hängt natürlich zusammen mit der Frage, woher komme ich? Und mein Leben hat begonnen mit einem Geburtstrauma, das hat dazu geführt, dass ich bis heute keinen Rollkragenpullover anziehen möchte. Das ist unser Testwitz. Da schauen wir gleich am Anfang, was dann für Leute da. Wie lange wird es dauern? Aber ich muss sagen, gratuliere. Aufgewachsen bin ich ja im Gemeindebau am Rande der Stadt. Sie wissen, diese Gemeindebauten haben mittelalterlichen Charakter. Erstens einmal in sich geschlossen wie mittelalterliche Burgen. Und mittelalterlich ist dort auch die Rechtsauffassung. Du willst da durch mit dem Rauch schießen, ne? Mach dann 20er. Oder der Zahnbürstel fährt man ins Leere. Ich musste zu Hause nach der Schrift sprechen, klarerweise habe ich unten im Hof einen Dolmetsch gebraucht. Ne? Hast du einen Späh? Wie bitte? Ein Späh? Ah, 4:30. Es gab aber auch wahre Kommunikationsgenies in der Siedlung, zum Beispiel einen pensionierten Beamten. Er drängt. Das war sein längster Monolog. Der sich immer um die Kinderspielplätze herumgeschlichen hat, die kleinen Mädchen fotografiert, außer am Sonntag, er war praktizierender Katholik. Und die sozialen Aussichten der Insassen dieser Siedlung waren nicht besonders rosig. Die meisten wurden Diebe, Räuber, Immobilienmakler. Es gab aber auch wahre Talente unter ihnen. Wenn du zum Beispiel Freihändig gefahren bist, mit dem Fahrrad kurz weggeschaut hast, war der Lenker weg. Ein bisschen schwierig war es für die Kinder in der Siedlung, die haben oft nicht nach Hause gefunden. Die Siedlung war unübersichtlich angelegt. Ein 3-Jähriger ist eine Woche herumgeirrt, zu Hause ist er nicht abgegangen. Die Eltern waren im Vollrausch, ich glaube, das ist beim Bundesheer. Ein Bezirksrat der SPÖ, damals noch eine große und wichtige Partei, hatte dann die glorreiche Idee, machen wir doch für jede Stiege am Boden eine Farblinie, damit die Kinder besser nach Hause finden. Es gab 72 Stiegen. Epochale Dialoge haben sich abgespielt. Ich finde nicht so aus. Naja, was ist denn deine Farbe? Grün. Ja, also, aber wie schaut Kühn aus?
Da sitzt am Fenster, schaust hinaus in den Regen, daneben prügeln sich die Nachbarn. Im Gemeindebau hört man alles durch, da gibt es ja praktisch keine Wände, sondern nur Tapetenhalter. Schaust in den Regen, möchtest fortfliegen, Freiheit. Und mein erster Kontakt mit Freiheit war meine ersten Kopfhörer. Rundherum mein Kinderzimmer, hier Fort Laramie, 3 Blauröcke gegen 40 Comanchen, das war fair. Da, heute der Comanche hat gesagt, wir greifen an, bei mir haben die Comanchen Deutsch gesprochen, sonst hätte ich es ja nicht verstanden. Ne? Elektrische Eisenbahn, viel Geld war nicht da, es ist nur ein Kreis ausgegangen, ganze Samstagnachmittage. Das prägt fürs Leben, immer wenn ich halt einen Zug sehe, denke ich mir, fahrt. Aber dann war sie plötzlich da. Diese Phase, die die meisten Männer niemals überwinden, Pubertät. Und man muss fairerweise sagen, das ist eine harte Zeit für uns Buben. Du kriegst zuerst einen Oberlippenbart, leider schaut es aus wie dreckig. Setz dich voller Stolz zum Tisch, Mama sagt, komm, Mund waschen, danke. Körperliche Anomalien stellen sich ein, der rechte Unterarm wird stärker ausgebildet. Ohne je Tennis gespielt zu haben. Stimme verändert sich, wird rau, aber nicht auf eine coole Art. Weil es quasi immer auf der Suche nach dem anderen Geschlecht, kein Problem an und für sich, gibt ja nur zwei. Gott sei Dank ist die Brunft keine Intelligenzfrage, sonst wären wir längst ausgestorben. Und plötzlich sieht man ein Wesen, wunderschön, die Seele beginnt zu tanzen und man mutiert innerlich zu Braveheart. Schottischer Freiheitskampf. Ich kehre zurück unverletzt mit einer leichten Blasenkatar. Und sie steht auf einer Zinne und winkt mir zu. Und was kann Schöneres geben für eine Frau, als wochenlang auf einer windigen Zinne in Schottland auf mich zu warten? Ja, vielleicht ist das Gemeinsame von Mann und Frau, dass man voneinander eigentlich nichts weiß. Zurück im Kinderzimmer, hier mein Mathebuch, Mathe, mein Albtraum. Einmal ist mir die Wurzel aus 12 erschienen. Und hat gesagt, hilf mir. Ich hab so viel Kommastellen, was soll ich machen? Dabei hätte ich eher Hilfe gebraucht. Aber dann Kopfhörer auf, tolles Gefühl. Wann immer ich was nicht hören wollte, Kopfhörer auf. Rundherum der Geist der 70er Jahre. Natürlich gab es das Jahr 1968, aber nicht in Österreich. 68 bin ich übrigens in die Volksschule gekommen und schon waren Unruhen in Paris. Ein Zusammenhang, der von den Geschichtsbüchern oft verschwiegen wird. Ne? Übrigens, 1968 war in ganz Österreich, also in ganz Österreich, ÖVP-Alleinregierung aus heutiger Sicht eigentlich ein putziger Gedanke. Dann 1970, relative Mehrheit Kreisky, Aufbruch, Öffnung der Schulen für alle, kein Geld für die Schulbücher, Geld fürs Heiraten, Geld fürs Kinderkriegen, der Geist der 70er Jahre. Gell, das war super damals. Ja, damals, was ist blieben? Na, allerhand ist blieben. LSD? LSD, wenn ich was wirklich Gutes haben will, geh ins nächste Gymnasium und hol mir was vom Religionslehrer, bitte. Na, oder kannst du dich erinnern, wie wir eingeraucht waren am Skikurs? Wie wir uns in der Früh die Skischuhe anzogen haben? Mhm. Und um 5 sind alle zurückgekommen vom Lift. Ja. Und wir haben gesagt, so, fertig. Ja. 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 Na, das war eine leibende Zeit. Irgendwie wie im Rausch. Besser gesagt, wir am Anfang vom ersten Rausch. Drei Viertel Riebisselwein. Das trifft die wie eine nasse Tuche. Aber plötzlich wird die Welt ganz weit und du stellst dir Fragen.
Müssen alle Chinesen verhungern, wenn man jeden ein Essensstaberl wegnimmt? Und wenn ja, warum ist da die UNO noch nicht draufgekommen? Warum kann Descartes sagen, ich denke, also bin ich, und mein Nachbar existiert dennoch? Wenn ich mit den Zecken gegen den Uhrzeigersinn rausdrehe, kann ich dann in die Vergangenheit reisen? Wenn mir der Hintern juckt und ich kratze mich nicht und es hört auf zu jucken, wer hat mich grad? Ein höheres Wesen, werde ich's bis zum Klo schaffen. Und führen alle diese Fragen ein Single-Dasein, weil es einfach zu wenig gute, heiratsfähige Antworten gibt. Vielleicht kann man manche Fragen wirklich nur in der Gemeinschaft lernen, in der Gesellschaft. So wie damals, 1984, Hainburg, Aubesetzung. Der Beginn der österreichischen Grünbewegung, damals aber noch mit konkreten Zielsetzungen. Eine Stimmung ganz knapp am Bürgerkrieg. Die Gewerkschaften in Kombination mit der Kronenzeitung. Interessante Kombi, ne? Gut, beim zweiten Hinschauen, eh klar. Die Gewerkschaften haben mobilisiert gegen die Aubesetzer mit gewohnter rhetorischer Brillanz. Und deswegen, und ich sage es, dezimiert! Mir von der ÖGB, wir lassen es uns sich nicht das machen. Von den Arbeitsscheichen, Grippekinder und Kommunisten, die was da unten in der Hamburger, oh, die Arbeitsplätze. Es ist mir wurscht. Ich schwöre. Zigtausende Kommunisten damals in der Hainburgau. Katholische Kommunisten, dreijährige Kommunisten. Alle. Und plötzlich war zum ersten Mal in Österreich Demokratie und Staat getrennt voneinander denkbar. Aber wir kennen die österreichischen Grundgesetze, die stehen ja quasi in der Verfassung. Das war nie so. Das ist nicht so. Und ganz wichtig, da kennt ja jeder Kuhn. Na ja, da war er ja wieder, ne? Der Geist der 70er Jahre. Ne? Ich meine, die A ist blieben, ne? Allerweil, oder immerhin, kann man auch sagen. Ne? Und ich kann ja jetzt, sagen wir so, als Geist auch nicht allerweil immer überall gleichzeitig, also ubiquitär, ne, weil die Geschichte nämlich und aber auch Geschichte sie ja in sich oft auch gerade, weil nicht, obwohl oder trotzdem dialektisch. Ne? Das ist es. Endlich! Endlich! Endlich ist das Zauberwort gefallen. Alles ist dialektisch. Einer sagt na, einer sagt ja, man einigt sich auf na ja. These, Antithese, Prothese. Ja, Sie wissen, wenn die Wahrheit zu kompliziert ist, der will wenigstens recht haben. Und deswegen hat man die Dialektik ja erfunden. Und da war er wieder, der Geist der 70er, mitten in den 80er. 1980 habe ich maturiert und nach der Matura hatte ich zwei Möglichkeiten. Arbeiten wollte ich nicht. Oder wie ein oberösterreichischer Bauer völlig richtig zu mir gesagt hat, was machst denn du? Ich spiel Kabarett. Ich hab gewusst, dass du nichts arbeitest. Stimmt auch, es ist ja reinste Freude, besonders heute. Und nach der Matura hatte ich also zwei Möglichkeiten, Studium oder Bundeswehr. Und Sie wissen, das österreichische Bundeswehr ist eine charakterbildende Organisation. Stellen Sie sich vor, ein Sportplatz mitten im Winter, Eiseskälte, auf der Bühne, ein ÖVP Bürgermeister. Liebe Festgäste, in meiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde Schönken-Jeiersdorf ist es mir und allen Mitbürgern eine Freude und Ehre, den traditionellen Angelobungsfestakt des ZDB neu hier über die Bühne oder besser gesagt über den Sportplatz laufen zu lassen.
Mein Gruß gilt den Hauptakteuren des heutigen Fehlteaktes. Es sind nicht die 700 Jungmänner des ZDF-9, die sich hier auf unserem wunderschönen, ganz neu von der schwarzen Gemeinde errichteten Spurplatz eingefunden haben, um ihr Gelöbnis für unser Vaterland abzulegen. Und so möchte ich speziell an meine Ohren eure Worte richten. Es scheint in der heutigen Zeit modern geworden zu sein, über den Frieden zu reden, sei es im Rahmen einer Demonstration. Richtig. Oder sonst irgendwie. Aber wisst ihr, wer die eigentliche Friedensbewegung ist? Das sag's uns. Moche, meine lieben Jungmänner, die eigentliche Friedensbewegung seid ihr und ihr könnt stolz drauf sein, auf einem derartig wunderschönen, ganz neu von der schwarzen Gemeinde errichteten Sporblatt für den Frieden im Land zu loben. Und so möchte ich euch, meine lieben Jungmänner, richtig, für die nächsten 8 Monate viel Soldatenglück, Kameradschaft und natürlich auch Geborgenheit im ZSDB. Glaubt ihr, merkt man das? Nein! Wünschen. Vielleicht findet der eine oder die andere einen Freund fürs Leben. Und nun möchte ich an den Herrn Militärkapellmeister übergeben. Ich sehe, er hat bereits mit seiner Platzkapelle Aufstellung sich bezogen. Genau, Sie werden uns den großen, den berühmten, den Blasenstreif zapfen. Bitte, Kurko. So. Ja, und in diesem. Das ist natürlich eine tolle charakterliche Vorbereitung fürs Studium. Studium auch eine schöne Zeit, man lernt viele neue Fremdwörter kennen. Uni. Immatrikulation, ich habe zuerst geglaubt, das ist was Unanständiges mit meiner Mutter. Nein, auch ein Seminar ist auch kein Halbverrückter. Obwohl es natürlich meistens so ausschaut. Einzige Schattenseite der Bohem, Essen der Mensa, praktisch nicht zum Verdauen mit menschlichen Möglichkeiten. Bin an den VMG beigetreten, Vereinigte Mensa, Geschädigte, das war ein Diätgruppel, die haben sich sehr gesund ernährt, Grünkernleibchen, Sojaleibchen, Marlboro. Und damit auch das erste Mal motorisiert, 2CV für die Jüngeren im Publikum, das war ein Auto. Das durfte man nicht benutzen, weil man starken Husten gehabt hat. Aber es ist gegangen wie die Hölle, also mit der 4. konnte man locker ältere Jogger überholen. Endlich neue Wohnsituation, Altbau, WG, mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Klo am Gang, man braucht nicht zusammenzuräumen in der Bude. Einmal wollte der Rauchfangkehrer herein, hat davon abgesehen, weil er Angst gehabt hat, dass er dreckig wird. Und man ist ein totaler Morgenmensch, steht auf um 11. Kreislauf bleibt liegen. Manchmal steht man auch auf, wenn man einfach 2 ist, zum Liegen bleiben. Und ganz wichtig, es war damals die Zeit der kleinen Revolutionen. Es war wichtig, gegen was zu sein. Für was war schwach. Gegen was war wurscht. Aber gegen war entscheidend. Und damals Theaterwissenschaft, beinhartes Theater gemacht. Und in die Theatergeschichte eingegangen ist eine Neuinterpretation von uns, von der Geschichte der Heiligen Drei Könige. Beinhartes Statement gegen. Ja, und ich habe damals den Josef gespielt und ich höre die Heiligen Drei Könige bereits nahen. Bitte, Puppen. Es ziehen aus weiter Ferne drei Könige daher. Sind hagelvoll wie Sterne und spüren sich nimmer mehr. Es schläft die Kuh, es schläft der Ochs, auch Jesus schläft, haut's euch in Koks. Die Zeit's nicht so betreten, wir folgten dem Kometen. Ah. Hungrig seid ihr und auch Dürre, drum bringen Weihrauch, Wehr und Myrrhe. Habt ihr nicht doch etwas Gold? Nein.
Na geh. Ihr habt doch etwas Gold. Das haben wir verzollt. Jetzt schaut's nicht blöd und red's nicht gescheit, sagt's mir lieber, wer ihr seid. Ich bin der König Balthasar mit langem, lockig, blondes. Kasper werde ich genannt im Morgenland. Na, allerhand! Ich bin der König Melchior und reite mit dem Elche vor. Und der lange blonde Haut, na dann. Mich deucht, ihr seid nur Lügenböcke. Flugs macht euch wieder auf die Säcke. Was? Wir sollen zurück nach Mekka. Nach dem Hatscher hast du einen Bäcker. Und Josef blickt mit einem Male auf seine neue Digitale. Moment und halt, passt auf, ihr Penner, heute ist doch nicht der 6. Jänner. Schon winkt Maria mit dem Bracker, wir machen uns jetzt still vom Acker. Und ob es so war oder nicht, sagt euch jetzt das Lied. Ein hartes linksliberales Statement. Und Sie wissen ja, die 80er waren in Österreich politisch eine bewegte Zeit. 1986 kam ein gewisser Jörg Haider an die Macht beim Innsbrucker Parteitag. Und Sie erinnern sich vielleicht an das berühmte Foto, er mit Pfeife, und es war dann die Pfeife, nach der er in der Politik 20 Jahre lang getanzt hat. Und diese Mischung hat einfach sehr gut funktioniert. Ein bisschen Nazi-Folklore auf der einen Seite, Boulevard-Unterstützung auf der anderen Seite, Paranoia auf der dritten Seite. Und Medikamentenmissbrauch auf seiner Seite. Und Heimat wurde plötzlich wieder wichtig, und zwar in folgender Interpretation. Ja, was Büchsen knallt und der Gamsburg fällt und die Senrina fällt, weiß das Senafels knallt, ja, da bin ich daheim. Leck euch schon da aus, weil wo ich nicht zuhause bin, da bin ich nicht zuhause. Ja, da hier, ja, da. Dann ist mir wurscht von wo. Und wenn er von wo ist und doch bei uns da ist, dann schau ich, dass so ist, dass er nicht lang bei uns froh ist. Ja, ne, ja, ja, ne, ja, die Leia, hey, ja, ja, ne, ja, ja, ne, ja, die Leia. Wir schunkeln in Bierzelt, Kassers uns im Hirn für daheim ist daheim. Wir schunkeln im Bierzelt, Kassers uns im Hirn fällt daheim, ist daheim und das ist das, was zählt. Ich war damals schon lange in diesem Job. Mein erster Auftritt autobiografisch war im Altersheim, Muttertag. Sind wir gegangen von Zimmer zu Zimmer. Unsere Verstärker hatten wir auf diesen Infusionswagen und haben gesungen, du kannst nicht immer 17 sein. Ja, schon damals witzig. Und 1990 kam dann mein Sohn auf die Welt und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn ein Kind auf die Welt kommt, bleibt die Zeit kurz stehen. Und die Welt dreht sich nachher ganz anders weiter als vorher. Plötzlich ist man eingebettet zwischen gestern, heute Morgen. Vergänglichkeit wird erstmalig ein Thema. Und plötzlich begreift man das Leben als Reise. Und Sie kennen das tolle Gefühl kurz vor dem Aufbruch, wo noch alles möglich ist. Und man beschließt, ich fahr fort. Ich fahr fort. Ja, damit ist alles gesagt. Und wichtig am Beginn der Lebensreise, man geht einen ganz speziellen, individuellen Weg. Man lässt sich nicht vereinnahmen durch Massenreisebewegungen von diesen Massenmongos, Sie wissen schon, mit diesen super Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Karaoke.
Liebe Gäste in unserem wunderschönen Freizeitclub Hobenschon, begrüßen Sie auf unserer Karaoke-Bühne den Karaoke-King von Otterkring. Es gibt in jedem Leben irgendwann einmal so ein Ereignis, das das Leben verändert. So oder so. Meistens aber so. Und das bemerkt man aber nur selbst, dass man deinen Wirkungstreffer kassiert hat. Jeden Mann ist es eigentlich wurscht. Und weil es so ist, nimmt man das selbst auch nicht ganz so ernst. Und deswegen kommt es dann oft Monate oder Jahre später zu einem zweiten ganz entscheidenden Punkt, nämlich dem Punkt, wo alle anderen bemerken, dass irgendwas jetzt gar nicht mehr so ist, wie es eigentlich gehört. Und das bemerkt man dann selbst nicht. Und wenn man dann keine guten Freunde hat, die einen davon abhalten, kann es passieren, dass man Karaoke singt in einem Freizeitclub. Alles ist super am Beginn der Lebensreise, paradiesisch fast, obwohl es ja Zyniker gibt, die behaupten, das Tolle am Paradies war nur das, dass man am Beginn der Geschichte steht und daher keine Verwandtenbesuche möglich sind. Wir erinnern uns einmal kurz an Setup, Adam, Eva, Verführer. Adam stellt sich an wie der erste Mensch und der Verführer ist einfach lästig. Und Eva war in genau der Position, in der jede Frau in diesem Saal sicher schon einmal war, nämlich sich in der Mitte zu befinden und sich entscheiden zu müssen zwischen einem Depperten, der nichts verspricht, und einem Depperten, der was verspricht. Ne? Gut, machen wir weiter. Bevor die Beziehungen auseinanderbrechen, tun Sie das Saus ausdiskutieren. Zum Beispiel, wer war der Depperte, der da was versprochen hat? Ne? Mein Vorschlag. Super Opener, glaube ich. Und jetzt der Baum der Erkenntnis. Und ich glaube, die Erkenntnis ist schlichtweg die, dass man aus dem Paradies vertrieben werden muss, wenn man lebt und daher Fehler macht. Und ich glaube, niemand macht so viele Fehler Tag für Tag wie Eltern mit ihren Stehsätzen. Ich möchte, dass aus dir was wird. Und du denkst dir schon als Kind, was wird ja eh aus jedem. Aber wenn's nix ist. Und da haben wir die Analogie zur Innenpolitik. Vielleicht können Sie mir helfen. Wenn etwas ganz offensichtlich nichts ist und es entwickelt sich, entwickelt sie dann etwas oder entwickelt sie nichts? Ich möchte, dass Sie zu diesem Thema in der Pause Arbeitsgruppen machen. Ausschüsse, dann wissen Sie, glaube ich, ziemlich genau, was ich meine. Ich möchte, dass aus dir was wird. Karriere ist offensichtlich wichtig und ich glaube, dass die Karriere sehr viel zu tun hat mit einer Bergwanderung, wo dich zeitig in der Früh der Papa aufweckt mit den zärtlichen Worten, aufstehen. Und los geht's und du siehst verschlafen in deiner kindlichen Fantasie auf den taunassen Wiesen so Ritter mit bunten Helmen und sagst, Papa, schau, Ritter, sind Mountainbiker. Papa, nicht so schnell, du sagst immer, der Weg ist das Ziel. Na, beim Wandern nicht, ne? Papa, wie lang noch? Höchstens eine Stunde. Und plötzlich ist ein Hinweisschild, da steht drauf, Enzianhütte, 8 Stunden. Und du freust dich total, weil da ist ein kleiner Enzian drauf gezeichnet und du kannst noch nicht lesen. Gilt mittlerweile auch für unsere älteren Schüler. Drehst dich um, Papa ist verschwunden. Du versuchst den Weg allein zu finden. Es wird immer steiler, immer steiniger. Freunde gibt schon lange keine mehr. Die vom Gipfel zurückkehren, sind unansprechbar oder unter Drogen. Und das letzte Stück des Weges teilst du mit einem Intellektuellen, der plaudert gern. Ich glaube, dass das Wandern eher eine Metapher ist. Ja, das waren wir jetzt alle, aber... Wenn du so 2-3 Stunden gehst, gehen deine Füße von ganz allein. Er hat sie dann verknöchelt. Ich weiß nicht, ob er selber dabei war. Oder nur die Füße. Ich habe ihn nämlich liegen lassen in seiner Metapher. Ja, am Gipfel muss jeder auf sich selbst schauen, oder? Und endlich bin ich ganz, ganz oben
und sehe, auf der anderen Seite hätte es einen Sessellift gegeben. Ja, die Wahrheit ist immer einfach, aber nicht alles, was einfach ist, ist wahr. Und mit dieser ersten Erkenntnis schwindet die Anfangseuphorie der Lebensreise, so als ob sich im Leben überhaupt einmal Euphorie und Erkenntnis verkehrt proportional zueinander verhalten würden. Und ich denke mal, ich muss was erleben, sonst kriege ich Platzangst. Das kommt bei mir sicher von diesen vielen Campingurlauben. Bin auch auf einem Campingurlaub gezeugt worden, bin quasi durch Zeltteilung entstanden. Und diese Kalau. Na, aber tolle Zeit, zu dritt im Zwei-Mann-Zelt, der Stimmung wie in einer Legebatterie. Und ganz romantisch, am Abend hat uns der Papa die Sterne erklärt, schau, da ist der große Wagen, da ist der kleine Wagen, wo ist unser Wagen? Stein, ja, und mit dem Zucker. Ich muss es erleben. Entertainment, und ich glaube, da ist ein zünftiges einheimisches Lokal genau das Richtige. Ich stehe davor, schauen wir mal rein. Ja, und ich glaube, dass wir... Artisten, Tiere, Attraktionen. Und ich habe. Ja! Und ich möchte was erleben. Und ich glaube. Ich könnte wieder mal was lesen, nicht? Aber bei mir ist das ein Problem, wenn ich was lese, ich steigere mich immer so rein. Ich habe einmal gelesen, König Ödipus, und wollte dann 2 Jahre zu meiner Mutter nicht mehr Mittagessen gehen. Nicht? Ich könnte mich auf die Suche machen nach der Wahrheit zum Beispiel. Unlängst hat einer angeläutet bei mir von den Zeugen Jehovas, die sind ja immer ein bisschen betulich. Schaust da und hast ein schlechtes Wissen. Und sagen dann so Sätze wie, haben wir heute schon über Gott nachgedacht? Mit dieser Kopfbewegung, ich glaube, die lernt man auf der Zeugen Jehovas Schule am Wachturm College. Und dann hat er gesagt, er würde mir wahnsinnig gern zeigen, wo Gott wohnt. Und ich habe mir gedacht, machst du einen kleinen Spaß? Ich habe gesagt, brauchen Sie nicht, ich bin selber. Hey! Zuerst war er überrascht. Aber seither ist er bei den Zeugen Jehovas ein Prophet. So schnell geht es. Andere Möglichkeit ist Esoterik. Esoterik, der schnelle Weg zu Gott, sehr zeitgemäß. Mein Nachbar aus der Bregenz hat immer gesagt, komm einfach rüber zu uns, wir trommeln immer am Donnerstag. Halb Achte für die dritte Welt. Seither geht es der dritten Welt auch spürbar besser. Da glauben Sie, dass in Ägypten wäre möglich gewesen, ohne dass wir da ein bisschen trommelt hätten? Ne? Und dann hat er gesagt, du, hätte mir die rechte Schulter oben gehabt, wahrscheinlich in Vorarlberg am Abhang aufgewachsen. Montafoner Ausgleichsschulter. Und dann hat er gesagt, du, wenn du so 2-3 Stunden trommelst, bist du ein anderer Mensch. Dann selbst ein bisschen getrommelt, heimlich, bin zwar kein anderer Mensch geworden, aber wohne jetzt ganz woanders. Ja, so ist es gewesen, oder? Andere Möglichkeit, Astrologie, war bei einem Astrologen, der hat gesagt, wann sind Sie geboren? 11.10.61, wie viel Uhr? Jo. Sagen wir 10. Wieso sagen wir 10? Da gehe ich meistens aus dem Haus. Mann. Sie müssen das schon ein bisschen ernster nehmen wegen einem Aszendenten. Man lernt zu viel. Ne? Bis jetzt immer glaubt, Aszendent ist ein Zahnpasta. Und der Rechner, der macht immer, der war was weiser von mir. Kennt er vielleicht meine geheimsten Geheimnisse? Zum Beispiel, wenn ich auf ein Fest gehe und hab schon ein bisschen was getrunken und die Chips sind aus, dass ich heimlich von den Hydrokügelchen nasche. Ich sehe, Sie kennen das. Und der Rechner sagt, der Jupiter ist im 5. Haus. Ich denke mal, was ist los mit dem? Zieht das oft um. Und die Venus ist im Skorpion. Ja, was heißt das? Sexuell, pervers, triebhaft, unersättlich. Geh, machen wir 10:30. Wem selbst das zu kompliziert ist, dem genügt vermutlich Einkaufen. Konsum, die niedrigste Stufe der Menschheit. Das 6. Alters, bei manchen beginnt es schon mit 17. Und ich möchte mich jetzt outen hier mitten im
Akademietheater. Ich bin ein großer Shopper. Einer der wenigen Männer, der gerne einkaufen geht. Und ich habe da einen Geheimtipp, den kennen Sie sicher nicht. Samstagnachmittag IKEA. Da werde ich zum Al-Qaida-Mann. Denkt man, nächste Woche komme ich wieder, binde ich mir ein Gürtel um. Setz mir ein Pöppel ab und na. Im Dienste der Menschheit. Und ich bin auch sicher, Sie teilen meine zweite Leidenschaft, nämlich ich liebe Fußgängerzonen mit ihrer speziellen ethnischen Musikbeschallung. Andele, 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 andele. Con muchacho, se. El contro passa, eh. Bleiben für 3 Minuten bis in Peru. Das ist das Globale. Die Welt kommt zu dir, du musst nirgends weg. Und nicht dich missverstehen, ich mag das Fremde, es muss nur weit genug weg sein. Hey, a te, grazie, grazie, muchacho. Hey. Und wenn nicht einmal das klappt mit dem Konsum, schleicht sich auf dieser Lebensreise so ein Gefühl ein wie Midlife-Crisis. Sie kennen das Gefühl, lang unterwegs und nichts ist los. Und jetzt wäre eine Tanzpantomime gekommen von unserer Seite aus, beste Nummer des Abends. Aber wir spielen sie nicht, damit auch die Jüngeren ein bisschen besser reinkommen in das Gefühl von Midlife-Crisis, nämlich da war wo's gewesen. Das haben wir versäumt. Und beides aus. Weiß schon, da kann nicht jeder lachen. Aber können Sie sich erinnern, wie glücklich wir waren am Beginn des Abends? Gut, wir haben uns nicht gekannt. Aber damals um 8, wir hätten alles machen können miteinander. Wir hätten was töpfern können. Oder für die Intellektuellen im Publikum, für die Aufgeklärten, denen das zu dünn ist, vielleicht töpfern gegen Kernkraft. Töpfern gegen rechts. Das vermischt sich oft ein bisschen, ne? In Deutschland fragen mich die Journalisten oft, sagen Sie, Herr Dörfler. Dörfler ist schwer auszusprechen für einen Ausländer. Und der die Sprache nicht so kann. Sagen Sie, Herr Dörfler, was machen Sie eigentlich? Ist es Kabarett? Ist es Theater? Und dann ganz aussprachekönig, Performance. Und ich frage Sie jetzt als intellektuelles Publikum, wann hat dieser Schwachsinn begonnen, dass man Dinge trennt, die man nur unterscheiden kann? Für die Pause. Aber wir haben nicht getöpfert. Aus, vorbei, vergangen. Und das ist das Einzige, was uns hier alle verbindet. Wir alle kommen aus der Vergangenheit. Oder ist jemand aus der Zukunft da? Da wüsste ich einen Arzt. Und jetzt hören wir doch endlich einmal auf mit diesem Nest beschmutzen. Sage ich als Patriot, Österreich hat eine schöne Vergangenheit. Zuerst einmal die Habsburger. Das war doch ein jahrhundertelanges Getupfe unter Verwandten. Und was ist rausgekommen? Karli Habsburg. Leider, leider. Aber wir müssen fair bleiben. Gegencheck, Recheck, Contracheck. Nicht jeder, der geistig minder bemittelt ist und auf seine Cousine steht, ist deswegen gleich ein Adeliger. Andererseits, wenn man so deppert ist und aus der Zeitung abschreibt und glaubt, es ist bereits eine Dissertation. Schwierig, ne? Nach den Habsburgern waren wir klein, klein, aber doch unbedeutend und 1938, historisches Faktum, waren wir unschuldige Opfer. Bitte, was gibt's zum Lachen? Was ist da zum Grinsen? Lernen Sie Geschichte, würde Kreisky sagen. Da gibt's historisches Filmmaterial. Beim Einmarsch Hitlers in Wien, wo alle Wiener am Ring gestanden sind. Hey, Alter, Moment einmal. Beinharter Widerstand, Freunde. Nie gehört von der Wiener Resistance? Hä? Ja, ich auch nicht. Der da gar nicht zu uns passen. Ne? Aber vielleicht haben wir eine Chance. Hey, Freunde, vielleicht haben wir eine andere Chance. Vielleicht gibt es die Vergangenheit überhaupt nicht.
machen wir es wie die Kinder. Setzen wir uns eine Sonnenbrille auf und sagen, keiner sieht uns. Und da käme uns sogar das Fernöstliche zu Hilfe, das sagt, alles passiert gleichzeitig. Der Weg ist das Ziel. Kurz nachdenken, nur kurz. Ja? Wenn der Weg das Ziel ist, ist dann das Ziel weg? Bin ich also schon betrunken, nur weil ich durstig bin? Jeder, der schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist, weiß, der Weg ist nicht das Ziel. Das ist ganz was anderes. Ne? Also, wir einigen uns drauf, Freunde. Es gibt sie, die Vergangenheit. Wir sehen sie jede Nacht, wenn wir in den Sternenhimmel schauen und das Licht längst verblichener Sterne sehen, mit diesem Blick, den oft ältere Herren haben, wenn sie jüngeren Damen nachschauen. Auch so, als blicken die in eine längst vergangene tote Galaxie. Entschuldige, da habe ich eine Frage. Bitte, gerne, ja. Zwei Fragen habe ich. Gerne, ja. Erstens, bei einem Halbmarathon, wenn da der Weg nicht das Ziel ist, ne, sondern der Weg ist halt der Weg, wo man halt irgendwie durch muss, und das Ziel ist aber das Ziel, also ja. Was wichtig ist, dass man dann tut, ist wurscht wie. Wo müssen die alle gleichzeitig so dringend hin in einen kurzen Hosau? Und warum nehmen sie sich nicht ein Taxi? Oder dass eine Fahrgemeinschaft machen könnte. Oder ich denke mir, wenn da jede zwei oder drei Stunden früher von daheim weggeht, ne, kommt ihr ganz gemütlich ans Ziel. Ja. Ne? Da braucht ihr sich nicht anhetzen und ist auch rechtzeitig dort. Mhm. Ne? Kann man, und jetzt auf der anderen Seite, gut, so richtig die andere Seite, aber eine Seite ist schon, nämlich wenn der Weg das Ziel ist, ja. Dann müsste es ja genügen, dass man stehen bleibt, damit man zumindest unterwegs ist. Ne? Also kann man darüber nachdenken. Lang. Und jetzt die andere Frage. Die andere Frage, ja. Okay, ja. Nämlich, wenn wir in die Sterne schauen, ja? Und wir sehen in die Vergangenheit. So ist es, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das wisst, es stimmt. Es ist wirklich wahr, es ist arg. Aber es ist echt wahr, nämlich weil das Licht ist schon schnell. Also urschnell, kann man eigentlich sagen. Ja, also das Licht ist voll geschwind, aber es ist nicht gleich. Also gleich ist nicht. Das Licht braucht schon eine Zeit bis von, sagen wir, wo, von mir aus woanders ist. Ne? Und je nachdem, wenn das Licht zum Beispiel jetzt ganz woanders ziehen muss, kann es auch sein, dass stiegelweise gesund eine Zeit braucht auch. So richtig. Ne? Und wenn jetzt ein Stern zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, ja, weil den sieht man im Finstern. Ne? Ja, dann wäre leicht, ne? Sonst siehst du ihn auch nicht. Und ja, und wenn jetzt ein Stern, sagen wir, so weit weg ist, das Licht ein Jahr braucht, bis bei uns ist, und das gibt's, ne? Weil draußen ist ja nur Platz. Ne? Ja, na, in der Nähe ist eher ein bisschen eng, aber draußen ist urviel Platz. So. Und jetzt ist, sagen wir, der Stern so weit weg, das Licht ein ganzes Jahr braucht, bis bei uns ist, und aber vor 9 Monaten ist der Stern ausgegangen. Also jetzt, nein, nicht, dass er sich schön anzieht und ins Theater. Nein, also aus, also im Sinn von Markus halt, pff, fertig, ne? Ja, nein, das passiert, weil, wenn er bei der Nukleosynthese beim Eisen ankommt, ist, ne, weil der Stern innen, also verharzt, also Wasserstoff zu Helium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und macht immer was Schwereres. Und jedes Mal, wenn er was Schwereres gemacht hat, bleibt eine Energie über und dann weiß der Stern nicht, wohin mit der Energie. Nicht? Und draußen ist halt mehr Platz, ne? Haut das raus. Ne? Und das ist dann das Licht, was wir sehen. Und wenn aber jetzt beim Eisen angekommen ist, dass der Stern aus Eisen nur einmal Kobalt macht, das kostet mehr, als was bringt, energetisch. Ne? Weil ja, oder so ein Stern ist auf einer Art ein energetisches Wesen. Kann man sagen. So, und jetzt, ja, und jetzt ist er also beim Eisen und dann denkt der Stern, pff, da, also, nein, so richtig
denken, tut also nichts, der Stern. Nein, geht auch so, ist Physik. So, und jetzt ist also beim Eisen und dort alles verharzt, was von allein nicht brennt. Ne? Und dann geht er halt aus. Ne? Und das heißt, ist ja finster, fertig, aus, vorbei. Und das ist, sagen wir jetzt, vor 9 Monaten passiert. Und jetzt können wir aber, wenn wir den Stern anschauen, sagen wir noch 3 Monate lang, sagen wir, pfau, der Stern scheint aber schön und es ist aber gar nicht wahr. Weil der Stern scheint seit 9 Monaten nimmer, nur wir sehen es nicht, weil es liegt so lang. Und jetzt ist meine Frage. Jetzt ist die Frage. Ja, weil, nein, pass auf, nur, wann? Pass auf. Wann jetzt, sagen wir, die von den Sternen ja zu uns aber umschauen, also genau in die andere Richtung, glaubst du, sehen die dann in die Zukunft? Kommt drauf an, was geraucht haben, glaube ich, aber ah, ja, wichtiger Beitrag. Ja? Und wenn Sie, wenn Sie nach dieser Vorstellung nach Hause gehen, ein bisschen erzählen von uns, der Mama, Bruder oder Bewährungshelfer, dann werden Sie über die einzige Brücke gehen, die wir zur Vergangenheit haben. Sie werden sich erinnern. Aber wir können nicht immer nur in der Erinnerung leben, obwohl das natürlich in Österreich absolut üblich ist. Was ist mit der Zukunft? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass alle von der Zukunft reden, jeder aber nur die Pension meint. Na, Pensionen sind sicher nicht so hoch, wie alle glauben, aber wichtig für mich, wenn ich einmal in Pension bin, aufgrund der Alterspyramide dieses Landes, gibt es dann fast nur mehr Pensionisten. Na, das wird super. Was ist denn das? Ein Jugendlicher. Ah, doch schon her. Hey, Freunde, da sind wir die Mehrheit. Da wird alles auf uns abgestimmt. An jeder Ecke eine Servicestation für den künstlichen Oberschenkelholz. Da werden wir Rollator-Olympiaden machen. Da werden wir Banden bilden, Gangs. Und in der U-Bahn die Jugendlichen ausrauben, holt euch auch. Die grauen Hooligänse, die Senior-Ultras. Gib mir dein Taschengeld. Ja. Flott, du Rotzer, sonst zwick ich dich. Holt euch auch. Und dann wird es plötzlich ganz still. Wie wenn der erste Schnee fällt und plötzlich saust dein ganzes Leben an dir vorüber, retrospektiv. Und vielleicht ist das das einzig wirklich Schlimme am Tod, dass du das noch einmal anschauen musst. Und wenn dann kommt, der Gevatter hilft nichts, diskutieren ist nicht, er ist nicht so der Seminartyp, höre ich. Oder das dann Tausender, tun wir verlängern auf Bestechen. Nein, der Tod ist mit Sicherheit kein Österreicher. Sonst hätte er am Freitagmittag keiner mehr sterben. Also, sagen wir ehrlich. Und mit diesen Perspektiven möchte man dann doch noch was Vernünftiges tun, was Soziales bietet sich an. Und angesichts der sozialen Situation versteht man plötzlich den Sinn, dass da Hilfszeitwörter haben, sein und werden. Wir sind wenige, die viel haben und immer mehr haben. Und viele, die wenig haben und immer mehr werden. Gegenstimmen? Und in diesem Zusammenhang weiß ich ein lustiges Spiel, das ist politisch korrekt und doch nicht fad. Das ist eine neue Kategorie. Das spielen wir jetzt zum Ende der ersten Halbzeit. Und zwar, Sie stehen jetzt alle auf und gehen locker da im Theater herum. Ganz locker, aber wirklich locker. Ich schraube ein paar Sesseln raus und meine Hepsack setzen Sie alle hin. Und die, die keinen Sessel haben, die schimpft man dann. Na, das ist total wichtig für die Gruppe. Jede Gruppe braucht ein Arschloch. Sonst ist es nämlich keine Gruppe. Nur so sind Ideologien überhaupt möglich. Gruppen sind also Menschen, die gemeinsam, und zwar ganz wichtig, total gemeinsam, nicht die anderen sind. Ich weiß oft nicht, ob ich bin oder nicht. Ich bin und ob nicht gar ein anderer. Ich is uns nicht was, dann frag ich mich, wem putz ich dann die Zähne in der Früh?
frag ich mich, dann frag ich sehe da in der ersten Reihe echt und sie daneben, ist die wirklich wohl. Und sind die drei da hinter nicht besser, alles nicht schlecht und alle anderen auf bloß. Wurscht mir an mir, und das ist alles, was zählt, weil war man nicht mir, war hat man hier, und das war blöd, das sitzt hat man da, und dort fühlt und zählt und zahlt dafür, wenn man dann kommt. Wurscht mir an mir, und das ist alles, was zählt, weil war man nicht mir, war hat man hier, und das war blöd, das sitzt hat man. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass jeder von Ihnen nochmal kurz aufsteht und. Wissen Sie, was ein Déjà-vu ist? Wie viel Zeit war dazwischen? Wirklich nur diese eine Stunde oder Jahre? Wir haben in Gedanken einfach mehr Zeit. Stellen Sie sich mal vor, wie alt wir werden könnten, jeder Einzelne, jede Einzelne, nur in Gedanken. Das Blöde bei der Vorstellung ist, dass man sich immer nur eine Sache vorstellen kann, niemals zwei gleichzeitig. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen mit der Zeit und den Jahren und den Gedanken, stellen Sie sich das bitte vor. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dann hat natürlich diese Vorstellung automatisch Pause. Hallo und herzlich willkommen an Bord. Es begrüßt Sie Jung van der Rolle und seine Kater Combo. Gestern noch am Leben, heute schon bei uns. So schnell kann es gehen. Du hast eine ganz persönliche Glückszahl bekommen. Und wir heute Abend bei der großen Tortenschlacht deine ganz persönliche Glückszahl aufgerufen wird, dann musst du mit der Bergwertung vom Jakobsweg in der Popofalte einmal um das Schiff tanzen. Möchte aussteigen? Das geht nicht, Gabriel, der Manager. Servus. Wir fahren nirgends hin, wir fahren einfach nur mal dumm. Und wenn Sie woanders hin wollen, auf diesem Schiff, machen Sie einfach so. Gut. Grüße, Luzifer. Ich gefalle in das Zimmer, da bleibt immer alles gleich, da sind wir Weihnachten. Das erinnert mich an ein Lokal in Las Vegas, da war immer Ostern. Nur die haben zusperren müssen, weil die Gäste das Essen haben suchen müssen. Aber, Luzi, was machen Sie im Weihnachtszimmer? Ich spiele mit beim Krippenspiel. Das ist eine Neuinszenierung von Sigmund Freud. Josef, Maria und ich liegen auf einer Couch und erzählen dem Esel unsere schlimmsten Weihnachten. Sagen Sie, wer ist das da hinten auf der Bühne? Das ist der Sacher Masoch. Der tritt immer auf im Weihnachtszimmer. Hallo, bin heute morgens aufgewacht und habe mir gedacht, es tut mir gar nichts weh. Scheiße, das muss ich ändern. Und wie ich so nachgedacht habe, ist mir folgendes Lied eingefallen zum Mitsingen. Aber Heidi kommt peitsch mich ganz lang und zwieg mit mir nur mit der Zahn. Aber Heidi bett bei dir und du mir schüppe und sing dazu leise bis.
Unser Lied für Licht ins Dunkel. Ne? Dieses Zimmer ist gemütlich. An der Wand ein kleiner Monitor mit Bildern von irgendeinem Krieg. Drunter laufen die Aktienkurse, damit man gleich weiß, wer wirklich bei diesem Krieg gewinnt. An einem Tisch stehen drei Typen, spielen Krieg. Stalin, Napoleon, Plato. Plato klar, jeder Krieg braucht eine Idee. Als Vorwand, komm Stalin, würfel, tu nicht immer so brodeln. Du wirst mit deinen Truppen vom Winter überrascht. Du kannst die langen Unterhosen zu Hause vergessen. Geh zurück an den Start. Es passiert. Du darfst wieder weiter würfeln, wenn Wladimir Putin nicht mehr korrupt ist. Très bien, Stalin, très bien. Das ist wieder typisch Napoleon. Wie willst du Entschuldigung sagen, ohne Zähne? Kinder, seid nicht immer so aggressiv, seid friedlich. Das ist ein Kriegsspiel, das soll Freude machen. Ja? Bitte, Napoleon. Du schlägst ein Lager auf vor Waterloo. Ah, scheiße, schon wieder. Hein? Geh drei Felder zurück. Deux, trois. Du wirst verbannt nach Mallorca. Oh, kenn ich noch nicht. Wurde in einem Freizeitclub für besoffene Deutsche, der Sangria Sacküpfen betreuen muss. Oh. Steuern hat sie ja nichts. Hallo, wer sind Sie? Hallöchen, bin Karl Marx. Tolles Zimmer, Panterie, alles fließt. Gehen wir ein Bierchen trinken? Musst du bezahlen, ich habe kein Kapital dabei. Hey. Odysseus, Odysseus, trink nicht zu viel, sonst findest du wieder nicht haben. Ein Bier bitte. Das kassiere ich aber gleich. Ich war der Kellner beim letzten Abendmahl und wollte schon 2000 Jahre auf mein Geld. Ich kenne das Bild, sie sind nicht drauf. Da war ich draußen was holen. Eigenartige Gesellschaft damals. Wissen Sie, was die bestellt haben? 5 Krüge Wasser. Den Wein machen wir uns selbst. Ja, komisch. Jetzt sind wir bei denselben Themen wie vor der Pause. Liebe, Tod, Wahrheit, Jenseits. Offensichtlich hätte ich als Lehrer dieselben Probleme wie alle anderen. Und ist Ihnen aufgefallen, auf diesem Schiff gibt es keine Strafe, nur Entertainment. Was aber, wenn Entertainment Strafe ist? Und plötzlich kommt einer, zerrt mich in ein helles Zimmer und ich bin Gast in einer deutschen Talkshow. Der Moderator, eine männliche Blondine, mit einer IQ unter der Raumtemperatur, so wie Johannes B. Kerner, wenn Sie den kennen. Und hinter mir ein anderer Studiogast, ein psychischer Sozialfall, der sagt, Hilfe, ich habe die Darmschleimhaut tätowieren lassen, es will's keiner sehen. Aber keine Sorge, solche Talkshows gibt es nicht. Es gibt überhaupt keine Talkshows. Immer wenn ich eine sehe, denke ich mir, es ist nicht wahr. Aber was ist wahr? Vielleicht ist die Wahrheit wirklich subjektiv und jeder, jede hat recht, besonders Sie. Sie kennen den dummen Spruch, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Aber wenn die Wahrheit wirklich subjektiv wäre, wieso weiß dann jeder, der vor einer Pissoir-Muschel steht, dass er nicht am Damenklo ist. Vielleicht ist es noch einfacher, vielleicht gibt es einfach nur nichts. Vielleicht gibt es Österreich gar nicht. Denken wir das jedes Mal, wenn ich vor einem Globus stehe, das gibt es ja nicht, das muss ja irgendwo. Vielleicht denkt sich uns nur einer, es gibt so Kranke. Und die posten dann im Standard. Als Borderliner-Ventilprogramm. Na, das ist wichtig. Vielleicht sind wir nur der Traum von irgendjemandem, der am Vorabend ein schlechtes Sushi gegessen hat. Und wenn er jetzt aufwacht, gibt es uns alle plötzlich nicht mehr und er geht sie rasieren. Was ist wirklich wahr? Und bevor wir auseinandergehen, und ich spreche jetzt nicht von Figurproblemen, wollen wir nochmal gemeinsam in der Gruppe darüber nachdenken, was hat uns der Abend gesagt? Wie geht's aus? Ich weiß ja, wie es ausgeht. Sie nicht, es hat fast ein bisschen was Religiöses. Sprechen wir über den Abschied. Sie werden nach Hause gehen, ich werde nach Hause gehen. Der Saal bleibt allein zurück. Und wichtig, diese Kombination von Menschen wird es nie wieder geben. Und ich frage jetzt ganz konkret und doch bewusst, ja, das ist Unisprache.
Sehr modern in letzter Zeit. Können wir das auf die Frage runterbrechen? Was soll der Schwachsinn? Besonders wenn es Germanisten sagen. Oder jeder Idiot, der ein Wochenendseminar gemacht hat für Tourismus, sagt jetzt, wir sind sehr gut aufgestellt. Also diese Kombination von Menschen wird es nie wieder geben. Und ich möchte es jetzt auf die Frage runterbrechen. Ist es gut, ist es schlecht, ist es Yin oder Yang oder ist es einfach wurscht? Und das ist genau das, was wir den Chinesen voraus haben. Die haben nur Yin und Yang. Wir haben Yin und Yang und wurscht. Ich möchte das als... möchte das als Kulturvorsprung bezeichnen. Ich möchte mich bedanken fürs Kommen. Ich möchte mich auch bei der Anstaltsleitung bedanken, dass ich da auftreten darf im Rahmen meiner Kabarett-Theater-Therapie. Eingeliefert worden bin ich wegen einer Form von Schizophrenie. Meine Mutter war Sozialdemokratin, mein Vater so ein katholischer, antisemitischer Geschäftsmann. Wir haben oft arge Sonntage erlebt, zuerst Mai auf Marsch, dann Hochamt und am Schluss so ausländerfeindlicher Frühschoppen. Und das war nicht unter einen Hut zu kriegen. Und in meiner akuten Phase, kurz vor der Einlieferung, habe ich geglaubt, ich wäre Österreich. Die Medizin spricht von Austrophobie. Und da hilft so eine Kabarett-Theater-Therapie enorm. Aber nicht nur da, weil es immer heißt, ja, wozu braucht man das? Das kostet viel. Kleine Geschichte zum Abschluss. Die Geschichte vom trojanischen Pferd, Sie kennen die Story. Ein Geschenk der Griechen an die Stadt von Troja. In der Nacht sind die Griechen aus dem Geschenk heraus und haben Troja gemetzelt. Ich habe mich dann immer gefürchtet nach der Lektüre beim Einschlafen und immer, wenn mir jemand etwas schenken wollte. Alles Gute. Aber mein Großvater hat mir diese Geschichte dann noch einmal erzählt. Die trojanischen Machthaber haben das Pferd in die Stadt gezogen und gesagt, wir brauchen das Pferd, das ist wichtig. Da ist Geld drinnen, Schätze, sichere Kernkraft, Globalisierung ohne Verlust, ehrliche Banken und die ganzen anderen Schmähs. Da stand nun mitten am Hauptplatz das alte hässliche Pferd und keiner hat gewusst, was machen wir damit. Es wurde langsam dunkel. Da kam zufällig ein völlig verrückter Künstler vorbei, hat das Pferd gesehen und gesagt, das bocken wir ein, das verhüllen wir. Und hat angefangen mit Schnüren, mit Stoff das Pferd einzupacken. Das Blöde war nur, in der Nacht haben die Griechen nicht mehr rausgekommen und haben geklopft in ihrer Angst. Und alle haben das gehört und gesagt, hey, das Pferd macht Geräusche auch noch, ein Gesamtkunstwerk. Für die Klangwolke vielleicht. Leider ist das Klopfen immer schwächer geworden, hat aufgehört. Seltsamer Geruch hat sich ausgebreitet. Da stand nur mitten am Hauptplatz das alte hässliche Pferd, jetzt aber harmlos, geschmückt und wunderschön. Und Troja wurde eine blühende Stadt bis heute. Sie können hinfliegen jeden Dienstag mit der Aua. Weiß schon, die Geschichte geht nicht so. Aber was damals wichtig war, ich habe mich plötzlich nicht mehr gefürchtet. Und das ist das, was wir hier vielleicht manchmal können. Und vielleicht können wir Teile des Lebens überhaupt nur über Geschichten richtig verstehen. Ich finde es schön, dass Sie da waren. Und zwar, dass alle da waren, die da waren. Und nicht, dass einer von denen, der da war, nicht da war. Das hätte ich gespürt. Der hätte mir gefällt. Ich finde es schön und wichtig, dass ich das alles sage. Nicht, dass dann wieder heißt, ja, gesagt, hätte es gehört. Haben wir schon einmal gehabt. Und deswegen würde ich sagen, zum Abschluss, tragen Sie ein bisschen was raus von der Freude, die wir miteinander hatten. Nehmen Sie diese Freude und verändern Sie damit Wien. Das ist notwendig. Nehmen wir uns zum Abschluss bei den Händen. Bohren wir dem Sitznachbarn das Zeichen des Friedens ins Ohrlappen.
tanzen wir noch einmal gemeinsam gegen alles Böse. Hey. Ah. Und wenn Sie tanzen, und Sie werden tanzen, ich spüre es, beachten Sie, es ist ein Reggae. Also bitte, sparsame Bewegungen. Bei der Reggae kommt aus einer Gegend, wo es total heiß ist. Da kann jede Bewegung tödlich sein. Hey! Sind Sie bereit? Ich sehe Sie. Sitting on the doorstep and the horizons. Sie tanzen ja gar nicht, was los, hä? Ich würde tanzen, ich würde tanzen. Weil so ein Kabarett-Theater-Therapie-Abend hat sehr viel zu tun mit dem Leben. Am Schluss ist es ganz plötzlich finster. Hey, the horizons, and I'm not in a way. Lothar Schäfer. Rita Hermann, Günther Bach, Robert Schampel, applaus für dich. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüssi. Liebe, alles Liebe. Alles Liebe. Schönen Sommer. Gut. So. Ja, gut. Genug gescherzt. Das heißt, ich habe gelernt, man soll nie Moes Goschert sein. Und ich weiß nicht, ob Sie die österreichische Innenpolitik ein bisschen verfolgen. Es gab mal eine Kombi, die hieß Gusenbauer-Molterer. Damals haben wir gedacht, super. Jetzt ist die Talsohle erreicht. Habe ich mir allerdings schon 1999 gedacht. Bei dieser gloriosen Wende. Lassen wir uns dieses Dreamteam von damals nur mehr am Züngel zergehen. Ne? Schüssel, Strasser, Grasser, Haider, Westenthaler, da kannst Alcatraz wieder aufmachen. Und in Demokratien wäre das wahrscheinlich so, nicht aber bei uns. Moment einmal, Herr Dorfer, würde mein Freund sagen, wir haben sehr wohl Demokratie. Ja. Man kann ja immerhin, also, ne? Klar, natürlich. Sie wissen ja, die Dümmsten sind die, die glauben, sie wissen alles. Und dann kam diese Kombination Gusenbauer-Moltra. Und da müssen wir jetzt doch als Künstler fair bleiben. Es war so ein Kombi aus Not und Elend. Dumm, aber doch ohne Charisma. Und damals habe ich mir gedacht, super, jetzt kann es nur mehr bergauf gehen. Ja, man soll niemals koschert sein. Und müsste mir ein Bild einfallen zu dem, was sie bei uns in Österreich Sozialdemokratie nennt. Es wäre Badeschluss im Arbeiterstrandbad. Dort war ich baden mit meinen Großeltern, eigenes Essen mitgehabt, Schnitzel im Rheindl-Salat im Tapakschirr, Gurkensalat mit Rahm, eine Art Vorstadt-Tzatziki. Bademode gab's noch keine, der Opa ist Schwimmergang in der Unterhose, Feinripp. Wenn er nass war, war es wirklich lustig. Und die Oma wie eine Prinzessin in der Kombination. Also Spitzel. Der Bademeister war eine Autorität für uns Kinder. Was ist dir für Fliegst und das auf so Savatschner? Er war Bademeister und nicht Schwimmer, eine typisch sozialdemokratische Karriere. Wie sonst wäre das Phänomen Laura Ruders zu erklären? Ich habe lange gehofft, es ist so ein Sozialprojekt mit dem Titel Wie führt man Menschen mit besonderen Bedürfnissen zurück in den Arbeitsprozess?
Nein, leider. Leider. Das ist was anderes. Großer Spaß damals war es, nicht schwimmen ins tiefe Becken zu stoßen. Die haben dann gestrampelt. Was sie dazugestellt, weil Whirlpool hat es ganz gut. Es hat sich leider alles verändert. Bis auf den Platzsprecher. Liebe Badegäste, ein schöner Badetag geht zu Ende. Los, nichts länger, zu ist ja. Der kleine Pauli sucht seine Mama, geh Mama, sehr lieb. Tu dich bei der Schlüsselabgabe melden. Und jetzt ein Insider-Tipp für morgen. Ob groß, ob klein, ob dünn, ob blatt, um 4 ist das Wellenbad. Danke. Ja, heute. Heute ist es nicht mehr so lauschig. Die sozialbedürftigen Trinker, die damals noch freie Bier bekommen haben, das geht jetzt budgetär nicht mehr. Jetzt siehst du sie oft hängen an der Fußdesinfektion. Aber keine Sorge, den Betreibern des Arbeiterstrandbades ist es nicht entgangen, dass viele Stammgäste abgewandert sind zum Konkurrenzbad, zur Blauen Lagune. Ja, da sind sie historisch anfällig, die Sozis in der Richtung. Für die Zwetschgenpartei, außen blau, innen braun. Gegenstimmen? Na, wenn sie wirklich blau sind, dann nicht öffentlich, bitte. Aber keine Sorge, es haben sich zahlreiche Attraktionen einverlassen fürs nächste Jahr. Alleinerziehende Mütter von mehreren Kindern zahlen beim Besuch des Bades sehr wahrscheinlich nur eine Eintrittskarte, wenn es die Kinder daheim lassen. Das heißt jetzt sozial verträglich. Und unsere hochverdienten Funktionäre, die für den Besuch des Bades die lächerliche Summe von 30 Euro erhalten, halten im Saunabereich Vorträge zu brisanten Themen wie: Wir lassen uns nicht einfach abfertigen. Die Sonne steht tief, schon lang. Es riecht schon ein bisschen nach Herbst. Alle packen ihre Sachen zusammen. Ein kleines Kind bekommt 2 Ohrfeigen für das, was heute noch ausstehen wird. Liebe Badegäste, ein wunderschöner Badetag ist endgültig zu Ende. Gute Nacht und lasst's nichts liegen. Lothar Schärpe, Peter Herrmann, Günter Pahl, Robert John Perez, vielen Dank fürs Zuhören. Passt sich auf sich auf. Thank you.